Ja, dann erzähl mir noch mal. Aktuell, Fernstudium sagst du, aber wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Weil klar, du musst dir die Zeit einräumen, irgendwie, um dein Lehrmaterial durchzugehen. Aber ihr habt zweimal am Training am Tag, 5 Tage die Woche, am Wochenende nur Spiele, schätze ich mal. Also, gibt es englische Wochen vor dem Fußball? Ja, wir haben jetzt die Montagsspiele. Keine Ahnung. Ja. Das ist ja, für mich ist es auch Wochenende. Für mich ist englische Woche ist Mittwoch, Samstag, zweimal die Woche. So. Wie sieht dein typischer Tagesablauf aus? Ja, ich versuche halt möglichst früh aufzustehen, um auch Struktur in die Woche zu kriegen. Versuche dann möglichst viel für die Uni zu machen. Wir gehen dann auch gerne mal mittags einen Kaffee trinken, mit Leuten aus der Mannschaft, dann natürlich bei Ramos. Natürlich. Ja gut, und dann kommt das Training halt auch schon relativ schnell wieder. Also meistens nur Uni, Kaffeetraining. Okay, das ist eigentlich relativ strukturiert. Ja. Bei dir, wie oft bist du am, ja, oft arbeitest du noch nebenbei im Kaffee? Zweimal vormittags in der Woche, Okay. wenn sich's ausgeht. Manchmal auch nur einmal, je nachdem. Ja. Aber was Beke gerade gesagt hat mit dieser Struktur, finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich zu Beginn meiner Profikarriere jetzt in der ersten Liga Ja. hatte ich ja so gar keine Struktur mehr. Ja. Weil davor mein Polizeileben und Fußball und Hauptjob. Freunde und Familie und so weiter, musste alles unter einem Hut kriegen. Hast du immer da komplett deine Schicht abgearbeitet und bist dann abends zum Training oder war das dann auch schon, dass du Freiräume bekommen hast? Nee, hatte ich nicht. Also Okay. zu den Spieltagen bin ich dann entweder mal früher gegangen aus der Frühschicht, damit ich zum Training oder Spiel kann, Ja. oder später zur Nachtschicht gekommen. Also ich war ja ganz normal im Schichtdienst, aber habe trotzdem meine 40 Stunden gemacht. Aber ich hatte halt das Privileg, dass irgendwie immer, ich konnte es immer gut schieben und war auch durch den Arbeitgeber immer sehr, ja, akzeptiert, würde ich sagen, und Cool. wurde auch immer so, ja, Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, ja. dass man die Flexibilität da bekommt, aber es ist trotzdem natürlich ein hoher Arbeitsaufwand. Genau, und da hatte ich eben schon viel Struktur im Alltag, und als ich dann hier in Essen war, war ja das alles nicht mehr da. Ich hatte ja nur noch so die Mannschaft, wie vorhin besprochen, in dieser Bubble, und Ja. die Struktur halt erstmal auch gar nicht da. Das fand ich ganz interessant, dass man sich selber dann auch so seine Struktur, auch wenn jetzt der Tag nicht so krass gefüllt ist, wieder selbst so parat legt. Ja. Und dann sich auch mal dazu zwingt, also jetzt wirklich jeden Tag um 8 aufstehen, das und das zu machen und seine Routine wieder reinkriegt, damit du halt für den Sport auch irgendwo, Ja, du merkst halt direkt, wenn du es mal nicht machst. Man hat ein ganz anderes Gefühl für sich selbst. Ja, finde ich auch. Das ist total komisch. Man kann es gar nicht erklären, aber es ist einfach was ganz anderes. Ich weiß, wovon du redest. Wenn du dann in den Schlendrian reinkommst Ja, und man sagt zum genau. Beispiel, dass 2 der Tage nur irgendwie Nachmittagstraining, weil man morgens irgendwie Regeneration ist oder irgendwas anderes. Ja. Ne? Ist Aber wenn du dann in sonst den schon Trott mal. kommst und dann halt mal immer bis 10, 11 schläfst, so, dann ist das schon mal was anderes. Ja. Na Ja, aber ist ja gut. klar. Ich meine, du bist 20. So, mit 20, da war ich so, yes, ausschlafen, fuck Ja, it. das stimmt. Naja. Wie lange wirst du jetzt noch, wirst du das immer weitermachen, nebenbei zu arbeiten? Ist das was dir zu dir gehört? Oder sagst du jetzt, komm, dieses Jahr, Platz 6 oder mehr? Fokus nur auf den Fußball? Toleranz ist wahrscheinlich vom Verein ja da, aber ich kenne das aus meiner Zeit. Teilweise wird es nicht so gerne auch gesehen. Ist natürlich unterschiedlich, wenn man andere Sachen macht. Ich kann das nur vergleichen, als ich in Bonn gespielt habe, erste Liga, war auch ein gutes Team, war dann Top 4, Top 5 Team in Deutschland. Ich habe in 2014 ein Unternehmen gegründet. Da haben wir ein Kaugummi auf den Markt gebracht und da war ich natürlich sehr in dieser Zeit viel am Handy, viel am Laptop, in den Mannschaftsbussen, immer da irgendwie gearbeitet, weil da ging es natürlich um Themen wie Gründung, Finanzierung. Dann kam noch irgendwie das Fernsehen mit Höhle der Löwen und das war alles so nebenbei, was der Verein zwar toleriert hat, aber ich habe das schon gemerkt, das fanden die nicht geil. Muss ich ganz klar sagen. Mir war es aber egal, ich habe das einfach durchgezogen, weil ich gesagt habe, Leute, ist zwar schön und gut, dass ich hier erste Liga spiele und gehaltstechnisch auch cool, aber ich bin jetzt halt auch kein Fußballer, der halt so viel beiseite schaffen kann, dass er danach erstmal sagt, jetzt schaue ich mal, was kommt. Ja, also ich glaube, bei der SGS ist es schon so, dass sie da auch den Fokus drauf legen, dass die Spielerin eben wie Beke jetzt ihren Schulabschluss macht im Internat, dann danach eine Ausbildung anfängt oder eben ein Studium. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es bei der SGS auf jeden Fall so gewollt ist auch, dass die Spielerinnen nebenbei eben ihr zweites Standbein haben, Gut. aufbauen können. Ich glaube, in anderen Vereinen ist es vielleicht nicht so leicht, dann nebenbei, wenn man das selbst will, auch durchzuziehen. Finde ich wichtig, finde ich sehr wichtig. Wie gesagt, wir nehmen ein Beispiel aus meiner Vergangenheit da irgendwie. Ich bin mit 17 ausgezogen nach Oldenburg. Es war auch ein Nachwuchsprogramm, habe da Regionalliga gespielt, erste Bundesliga trainiert.
Schule nebenbei gemacht, bin die 12. da rein, da gab es noch kein Zentralabitur. Hat mich alt. Da gab es noch kein Zentralabi, aber ich habe dann Probleme bekommen einfach, weil ich andere in anderen Fächern andere Themen hatte und ich bin nicht hinterhergekommen. Und dann war es echt so, morgens um 6 irgendwie oder um 7 habe ich trainiert, dann bin ich zur Schule von 8 bis 1, hatte Mittagspause, dann hatte ich Nachmittagskurse und musste abends noch in 2 Mannschaften trainieren. Und das war viel zu viel. Und da habe ich dann gemerkt, das ist natürlich meine Mutter ausgerastet, auch völlig zu Recht, weil ich dann in der 12. gesagt habe, so, das war's jetzt. Ich mache nur Basketball, weil ich bin einfach nicht hinterhergekommen. Und dann dachte ich mir schon, das war auch vom Verein einfach nicht verantwortungsbewusst. Ne? Mhm. Da ging es nur darum, weiter nach vorne, mehr Leistung. Und ja, theoretisch wurde auf die Ausbildung dann so ein bisschen geschissen, was natürlich nicht gut war. Aber gut, dass es bei der SGS nicht so ist. Ja. Shoutout an die SGS. Nochmal persönlich zu euch. Es gibt ja im Profisport auch immer wieder Rituale von bestimmten Sportlern. Und da würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, da erwarte ich auch 2 unterschiedliche Antworten aus meiner eigenen Erfahrung. Habt ihr Rituale? Muss etwas immer im gleichen Ablauf stattfinden, damit ihr euch gut fühlt beim Spiel oder vorm Spiel? Wie sieht das bei dir aus? Gibt's Sachen, auf die du störst? Ich mache das tatsächlich, wenn wir den Kreis machen, bevor wir anfangen. Ja. Ich stehe immer neben den gleichen Personen. Okay. Schon seit 2 Jahren. Und das darf sich auch nicht ändern. Ist es schon mal passiert, dass auf einmal sich jemand anders nämlich drängen wollte? Es hast du dann gesagt, nee. Diese Saison so. Ja, das und ist, dann? Ja, das war das Spiel gegen Bayern. Aber alles gut. Hast du es dann akzeptiert und ja. Es ist passiert? Oder echt? Hast du dann gesagt, nein, hier muss links jetzt die Jana neben mir stehen? Links steht immer Lena O und rechts steht immer Katar. Okay, und was war gegen Bayern? Da stand jemand anders gegen da. Gegen Bayern stand Jackie neben mir. Und hast du es akzeptiert? Ich habe es akzeptiert, geändert? Weil es ist Jackie. Und wie war das Spiel? Abgesehen vom Ergebnis, wie war dein Spiel? Nein, das Wichtige finde ich daran wichtig. Wie war dein Gefühl mental? Weil hat sich das ein bisschen aus der Bahn geworfen? Hast du gesagt so, okay, fuck, irgendwas ist anders? Ich habe es, wenn ich ehrlich bin, schon gemerkt, ja. Dass irgendwas anders war. Aber ich habe es auch relativ schnell vergessen. Okay, das ist, glaube ich, gut. Ja, zum Glück. Ich habe auch mal mit jemandem gespielt, der musste immer die gleiche Unterhose am Spieltag tragen. Ich weiß nicht warum. Wenn seine Frau die Unterhose nicht gewaschen hat, true story, dann war der so, fuck, this is not my boxer shorts. Und der war dann, der, ich weiß nicht warum, der hat über seine verdammte Unterhose nachgedacht. Mhm. Krass. Ja, mental spielt ja eine große Rolle, ne? Wie ist es bei dir? Also wir laufen auch immer, Beke läuft immer vor mir ein, ich hinter ihr. Ja, das ist, glaube ich, so ein typisches Ding, wer wann einläuft. Ne? Ja. Und ich habe schon auch immer vorm Spiel so die gleiche Abfolge an Dingen in der Kabine, die ich mache. Ja. Also erstmal so fertig machen und dann die Haare und so weiter. Und wenn ich dann mal zum Physio muss wegen Tape oder so, kann ja mal vorkommen, dann bringt mich das ein bisschen so aus dem Konzept, weil ich die Zeit dann für den Rest nicht mehr habe, die ich eigentlich gerne hätte. Und dann so ein bisschen bevor wir zum Aufwärmen rausgehen, nochmal kurz ein bisschen Mobilität und... Ja, aber ich glaube, wenn das mal nicht so ist, dann kann man oder muss darf man das gar nicht so nah an sich ranlassen, glaube ich. Ja, das ist immer die Frage. Es ist ja, ich meine, Profisport ist ja ganz viel, spielt ja ganz viel in der Bühne statt. Ich habe mit wahnsinnig guten Spielern gespielt. Die sind in, keine Ahnung, Liga 2, sind die überragend. Aber sobald es irgendwie einen Schritt höher geht oder auch in der ersten Liga auf ein bestimmtes Niveau international, das ist zu viel für die Bühne. Da kommen die nicht klar. Und gerade sowas, auch Rituale oder bestimmte Abläufe, wenn ihr sagt, ich kann das beiseite schieben, das war irgendwie ungewohnt, aber es weg, ist es gut, gerade auch früh zu erkennen. Ich hatte das früher auch. Ich habe mir einen unglaublichen Druck gemacht mental, gesagt habe, okay, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Wie war dieser Tag? Ich muss den irgendwie rekonstruieren. Was habe ich wann gemacht, damit es genauso gut wieder läuft? Bis ich dann irgendwann erkannt habe, das gibt mir selber viel zu viel Druck. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Genau. Wenn ich mich hinlegen will, lege ich mich hin. Ja. So. Und das hat mir unglaublich auf jeden Fall geholfen. Ich glaube auch, da ist es im Spiel dann ganz wichtig, wenn man eben dadurch, dass man irgendwie durcheinander gekommen ist, so ein bisschen verunsichert ist oder die ersten Minuten laufen nicht, dann ist es ganz wichtig, sich durch leichte Pässe die Sicherheit zu holen. Ja. Ich glaube, das sind dann so Sachen, die man im Spiel ja sich bewusst werden muss, jetzt wieder zu den Basics zurück und dann kann man wieder, glaube ich, befreiter. Ja, man merkt das ja auch bei Personen, wenn es gerade nicht läuft. Dann haben die ja immer noch ein Team drumherum und dann sagt man, hey, alles gut, weiter so. Ja. Komm. Das ist gut, der Teamzusammenhalt und dann in den Safe Place und dann erstmal wieder, bis man wieder an seinem Ding ist. Ne? Ja. Vorm Fußball auf dem aufsteigenden Ast, muss man ganz klar sagen. Natürlich Vorbild oder viel durch die Nationalmannschaft, durch die Erfolge und ist
haben auch immer mehr junge Mädels den Traum, einfach Profifußballerin zu werden. Es ist ja schön, dass die Vereine auch so einen Zulauf bekommen. Und da würde ich gerne aus eurer Sicht einfach nochmal vielleicht ein paar Worte auch haben. Ich finde es unglaublich wichtig zu erkennen, den Weg, den ihr auch gegangen seid, es ist ein erstmal großen Respekt dafür. Du studierst nebenbei, du jobbst noch nebenbei. Das heißt, es ist keine Selbstverständlichkeit. Na klar, wenn du Profi werden willst, du musst mehr machen. Wann habt ihr für euch erkannt, ihr wollt Profi werden? Und was würdet ihr vielleicht den jungen Mädels da draußen mitgeben? Wie viel mehr müsst ihr wirklich machen? Wie viel müsst ihr rein investieren? Außer, ja klar, geh einmal am Tag zum Training. Wie wichtig ist auf der anderen Seite auch, pass auf deine Schule auf. Fand ich immer ganz wichtig. Ja, bei mir war es so, ich habe es gemerkt, man war nur noch beim Training. Man hatte Schule, man hatte Training, man hatte keine Zeit mehr für Freunde. Man hat Geburtstag abgesagt, auch von Familie, wegen Fußball. Und da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich investiere gerade alles in den Sport. Und dann war mir auch klar, okay, ich werde es schaffen, weil ich opfer eigentlich meine ganze Freizeit nur für den Fußball. Und das kann ich jedem kleinen Mädchen nur mitgeben. Ihr, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, kämpft dafür, tut alles, aber man muss auch auf Dinge verzichten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, ne? Den Fokus haben, auch sagen, vielleicht Dinge, die mir jetzt in dem Moment mehr Spaß machen würden, einfach mal hinten anstellen, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube auch, dass wir jahrelang auf ganz, ganz viele Sachen und Dinge verzichtet haben. Viele Treffen, Geburtstage oder wie du schon sagst, im Freundeskreis, in der Familie, egal wo. Da man aber auch auf Verständnis getroffen ist, also ja, dadurch, welchen Weg man jetzt eingeschlagen hat, finde ich, die haben das alle verstanden. So, da war jetzt nie jemand böse oder beleidigt in der Familie oder bei den Freunden, sondern ja, die haben das unterstützt. Und ich glaube auch, dass unsere Eltern damals ganz, ganz viel für uns auch unterstützend mitgeholfen haben. Also ich weiß nicht, wie oft meine Eltern mich nach München gefahren haben zum Training damals. Waren 1,5 Stunden Fahrt hin, ja, und dann nochmal zurück. Cool. Für 90 Minuten Training oder so. Und das, ja, da ist schon echt viel Zeit investiert worden. Und ja, aber man weiß letztendlich, wofür man es macht, wenn man wieder auf dem Platz steht. Und ich glaube, wir haben da schon auch ein gewisses Privileg aktuell, dass wir einfach sagen können, wir machen unser Hobby gerade als Beruf und wir stehen auf dem Platz und haben einfach Spaß dabei, unsere Arbeit zu verrichten und verdienen dann auch noch Geld. Das ist schon cool. Schön. Das finde ich, glaube ich, ist ein sehr schöner Abschluss, wirklich mit ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Also, an alle, die hier zuschauen und vor allem an die jungen Mädels, ihr habt es gehört, die SGS Essen, auch die haben eine gute Nachwuchsabteilung, gehe ich jetzt mal von aus einfach, sonst hättet ihr kein Top-Team wie euch da oben. Geht in die Vereine, investiert mehr, als ihr vielleicht sonst investieren würdet und lernt vor allem, das fand ich eine sehr gute Message, zu verzichten. Wenn ihr ein Ziel wirklich vor Augen habt, fokussiert euch darauf und schiebt vielleicht einfach mal den Kinobesuch am Freitagabend einfach mal weg. Macht den 2 Wochen später, aber macht ihn nicht immer regelmäßig. Vielen Dank euch beiden für die offenen Worte. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch weiterhin natürlich alles Gute, maximalen Erfolg. Ich glaube, verletzungsfrei bleiben, das ist das Allerwichtigste. Und dann freue ich mich auf den Stadionbesuch. Ja, wir uns auch schon. Danke. Eingeladen. Danke euch.